Schluss, aus, vorbei. Die Hahnwende für Deutschland ist zu Ende und um ehrlich zu sein, es tut auch einen Tag nach der extrem bitteren 1-2-Blätter gegen Spanien noch wahnsinnig weh. Schlimm wäre es ja, wenn es anders wäre. Diese Hahnwende hat extrem viel Spaß gemacht, die ganzen unterschiedlichen Fankulturen zu sehen. Ob das jetzt die Schotten waren, mit den Kilts, mit den Bagpipes, die Dänen, die im Hirschgarten gefeiert haben, die Schweizer in Frankfurt, die Spanier in Stuttgart. Das hat alles extrem viel Spaß gemacht und inmitten dessen eine deutsche Nationalmannschaft, die das Land wieder mitreißen konnte, die wieder für Begeisterung gesorgt hat, mit ihrem Offensivspiel, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrem Einsatz, mit ihrem Willen. Und das alles ist jetzt erstmal zu Ende. Sportlich kann man die Niederlage natürlich bis zum St. Nimmerleins-Tag zerkleinern. Es war ein Spiel auf allerhöchstem Niveau, ein absolutes Kampfspiel. Letzten Endes hatten Spanier vielleicht den besseren Tag, ein bisschen mehr das Matchglück auf ihrer Seite, ein bisschen vor allem im Mittelfeld die ballsicherere und reifere Spielanlage und vor allem an Dani Olmo, der gerissen genug ist, die auch in Minute 119 noch ein Spiel zu entscheiden. Ob das jetzt ein perfekt aufgefasstes Tor ist oder wie es dann letztens gefallen ist, eine absolute Maßbleibe auf Miguel Merino. Was bleibt letzten Endes von diesem Turnier? Das, was Julian Nagelsmann über die vergangenen 24 Stunden schon betont hat. Vor allem auch in anderen Lebensbereichen benötigt wird. Diese Lebensfreude, diese Positivität auch in andere Lebensbereiche zu transportieren. Ein bisschen mehr Zusammenhalt, ein bisschen mehr Major Tom und ein bisschen weniger gegeneinander. Die Mannschaft an sich ist inzwischen schon abgereist, mit Tränen in den Augen und auch das hat Julian Nagelsmann gesagt, hatte so noch selten erlebt. Man konnte sehen, da ist richtig was zusammengewachsen. Ob das jetzt die älteren und erfahreneren Spieler waren, wie Toni Kroos oder Thomas Müller, für die es wahrscheinlich der letzte Auftritt in der Nationalmannschaft war und von denen man sich wirklich nur verneigen kann für solche Karrieren. Aber auf der anderen Seite gibt es auch junge Spieler, Jamal Musiala, Florian Wirtz oder auch Alex Pavlovic und Angelo Stiller, die dieses Mal gar nicht dabei waren. Daran sieht man, für diese Mannschaft, für den Kern dieser Mannschaft, war es nicht das Ende. Es war erst der Anfang. Und es gibt so viel, auf das man sich nur freuen kann in den nächsten Jahren. Auch wenn dieses Heimturnier dann letzten Endes nicht wie gewünscht mit dem Titel ausgegangen ist. Die Spieler machen jetzt erstmal Urlaub und man kann jetzt nur hoffen, dass sie ein gutes Umfeld haben. Erstmal den Kopf freikriegen vom Fußball, von dieser Niederlage und dann wieder in den Urlaub zurückkehren. Für die restlichen noch 6 Mannschaften gilt es dann, den Titel auszuspielen. Ich wünsche allen 6 ein super Turnier. Macht eine schöne Party, auch wenn die Gastgeber jetzt leider nicht mehr dabei sind. Und dann mal schauen, wer gewinnt. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, das Land in so einer Ekstase zu sehen, das alles so mitzuerleben in den vielen verschiedenen Städten. Und ich freue mich dann auch schon auf die neue Saison. Denn für die Bayern steht eine extrem spannende Spielzeit an mit dem neuen Trainer Vincent Kompany. Mit vielen spannenden Neuzugängen. João Palhinha, der endlich nach München darf. Michael Olise, sehr spannender Spieler. Dann Rodrigo Querido aus Stuttgart. Das wird eine sehr interessante Saison. Und dann gibt es ja auch im kommenden Mai ein nicht ganz unwichtiges sportliches Event in München. Das Champions League Finale in der Allianz Arena. Darauf gilt es hinzuarbeiten. Aber erstmal durchatmen, die Niederlage irgendwie abschütteln und den Kopf frei kriegen. In diesem Sinne, man sieht sich vielleicht in den nächsten Tagen an der Siebener Straße, in den nächsten Wochen. Würde ich mich drauf freuen. Macht's gut. Passt auf euch auf. Bis die Tage. Und tschüss aus Herzogenaurach.